Willkommen in der Galerie Sechsauer zur Ausstellung Timeline von Richard Vasco. Richard Vasco hat eine lange Geschichte als Künstler und Kurator. Er nahm an der Documenta 6 teil, an der Biennale in Venedig oder auch an der Show 37 Räume von Klaus Biesenbach. Als Kurator war er in New York am Pier 1. Er hat von 1981 bis 2000 die Ausstellungsreihe Construction in Process gemacht mit Künstlern wie Richard Serra, Lawrence Wiener oder Sole Witt. In der Ausstellung sehen wir 22 Diptychen, alles Bilder, Öl auf Leinwand. Der linke Teil ist immer eine Fotografie, die Richard Vasco auf Facebook gefunden hat, die er gemalt hat. Und auf dem rechten Teil ist immer der Text, der auf Facebook gepostet war, zu dem jeweiligen Foto. Den linken Teil, also den Bildteil, hat er mit umgekehrten Tonwerten gemalt, das invertiert. Das sieht dann so aus wie ein Filmnegativ. Er nennt es Negativ-Analog-Painting. Um was geht es Richard Vasco? Ich denke nicht, dass es ihm um Malerei geht. Malerei ist hier nur das angemessene Mittel. Richard Vasco hat eine lange Geschichte als Konzeptkünstler und ihm geht es hier um die Untersuchung menschlicher Kommunikation und um die Frage, was ein Bild ist und wie wir Bilder rezipieren. Warum Facebook? Facebook, also übersetzt Gesichtsbuch, kommt eigentlich von den Jahrbüchern amerikanischer Colleges. Wir müssen uns in diesem Rahmen die Frage stellen, was war Fotografie früher und zur Zeit einer analogen Fotografie und was ist es heute? Früher hatte man ein Fotoalbum und nichts anderes waren ja letztlich diese Jahrbücher. Man hatte ein Fotoalbum und das hat man über Generationen weitergereicht. Das heißt, man hatte die Gewähr, dass über Jahrzehnte die Fotos zur Verfügung standen. Andererseits, wenn das Fotoalbum verloren ging, waren die Fotos meist verloren. Ganz selten wurden über Generationen auch die Negative aufbewahrt. Heute, in Zeiten der digitalen Fotografie, ist es eigentlich genau umgekehrt. Wir kaufen uns ein neues Handy und oft sind schon wieder die Fotos verschwunden, nicht mehr, stehen uns nicht mehr zur Verfügung, die wir auf dem alten Handy hatten. Andererseits flottieren die unendlich im virtuellen Raum, gehen also nie verloren. Wir haben zwar keinen individuellen Zugriff mehr darauf, andererseits gehen sie nie verloren. Vasco macht jetzt Folgendes, er entreißt die Bilder dem virtuellen Raum und malt sie. Und jetzt kommen wir wieder zum Medium der Malerei. Warum malt er sie? Weil das sozusagen das Medium ist, was dafür gedacht ist, Bilder über Jahrhunderte zu konservieren. Und warum malt er sie? Invertiert, deswegen ist sozusagen eine Referenz an das Filmnegativ. Das Negativ war die Form, wie man früher zu analogen Zeiten Fotos aufbewahrt hat. Davon konnte man immer wieder Abzüge fertigen. Ja, der rechte Teil des Diptychons ist immer der gepostete Text, so ein bisschen wie ein Zeitungsausschnitt oder auch wie ein Telegramm, in diesem nüchternen, kurzen Stil. Telegramme sind ja obsolet geworden durchs Netz und Telegramm ist aber eine wichtige Verknüpfung zu einer Referenz, die wichtig ist für diese Serie von Arbeiten. Und zwar hat Onca Vara zwischen 1970 und 1979 Bekannten und Freunden immer wieder Telegramme geschickt mit der Nachricht I'm still alive, Onca Vara. Und beim Posten passiert zu 90% nichts anderes, als die Leute, die posten, letztlich sagen, I'm still alive. Deswegen ist diese Arbeit von Onca Vara ein wichtiger Referenzpunkt für diese Serie hier. Ganz interessant ist das Verhältnis von Bild zu Wirklichkeit oder dem Wahrheitsgehalt eines Bildes. Früher war es ja so, dass die Fotografie eher das Medium war, die Technik war, bei der man davon ausging, dass sie die Wirklichkeit abbildet. Das hat sich also spätestens mit dem Rahmen der digitalen Bildbearbeitung komplett verändert. Man weiß nie, ist es eine Bilderfindung, ist manipuliert oder ist es ein Abbild
der Wirklichkeit. Und hier kommen wir wieder zu der Frage, warum hat Richard Vasco diese Bilder, diese Facebook-Fotos gemalt? Aus zwei Gründen, wie ich vorhin schon sagte. Einmal, weil es natürlich der Bildträger ist, der dazu da ist, das über Jahrhunderte zu konservieren. Andererseits ist das Verhältnis zur Wirklichkeit ganz interessant. In der Malerei war es schon immer so, dass sie nicht nur Dokumentare, dass sie keinen nicht unbedingt dokumentarischen Charakter nur hatte, sondern dass man nie wusste, was ist Bilderfindung und was ist ein Abbild der Wirklichkeit. Und das verbindet sozusagen diese Facebook-Fotos mit dem Medium der Malerei, dass man nie weiß, ist es eine Bilderfindung, ist es manipuliert oder ist es eine Annäherung an die Wirklichkeit. Bei den Bildern selbst kann man, finde ich, so drei Gruppen so ein bisschen unterscheiden. Das sind einmal Bilder, die so einen ganz privaten Kontext haben, so das klassische Selfie, wie vielleicht da hinten die junge Dame. Das ist politischer Kontext und das sind Kunstkontexte. Ja, hier sehen wir ein klassisches Selfie von einer Frau, die sich selbst fotografiert. Hier der Text, Sylvia has changed her profile. Ja, hier wieder ein Bild aus dem Kulturkontext, der Architekt Frank Gehry. Der Text dazu, Frank Gehry gives 98% of architecture the finger. He's right. Keep up your finger, Grandpa. Ja, hier ein Foto von dem Schauspieler Gérard Depardieu, schon ziemlich fett geworden. Der Text dazu, Gérard Depardieu, he definitely drinks too much with Putin. Ja, hier auch wieder ein Bild aus dem Kunstkontext, was alle kennen. Dazu der gepostete Text. Did Marcel Duchamp steal Elsas Urinal? It was Poet Elsa von Freitag Loringhofen. Ja, hier wieder ein Bild aus dem politischen Kontext, der nordkoreanische Diktator. Der Text dazu, Lovemaking Dolls, Atombomb North Koreas, Kim Jong-un. Diese invertierten Bilder nennt Vasco Analog Negative Painting. Was ich ganz interessant finde, es ist nicht wirklich wichtig für die Arbeiten, aber er malt es tatsächlich frei. Er kehrt die Tonwerte um. Junge Künstler würden wahrscheinlich ganz selbstverständlicherweise ein Computerprogramm nehmen und einen Beamer. Das macht er nicht, hat aber, wie gesagt, jetzt keinen tieferen konzeptionellen Sinn. Ich finde es nur ganz interessant, weil es sozusagen die Herangehensweise von jemandem ist, der eben nicht mit diesen digitalen Medien aufgewachsen ist. Ja, hier sind wir schon beim Ende unseres kleinen Rundgangs angelangt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, etwas über die Hintergründe der Arbeit von Richard Vasco zu erfahren. Kommen Sie uns gerne mal in der Galerie besuchen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.